Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Schlurfen, hinken, kleine Trippelschrittchen, seltsame Bewegung. Der ist doch betrunken, mag der ein oder andere vielleicht voreilig urteilen. Dabei kann eine Gangstörung viele Ursachen haben und sie ist oft ein Symptom einer Erkrankung, oft einer neurologischen, wie zum Beispiel Parkinson. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Professor Dr. Günther Seidel, Chefarzt für Neurologie und neurologische Frührehabilitation an der Asklepios Klinik Nord-Heidberg. Herzlich willkommen, Herr Professor Seidel. Ja, danke schön. Bevor wir über die Gangstörung sprechen, wollen wir vielleicht mal sprechen über den normalen Gang, über den gesunden Gang. Was setzt der voraus? Welche Systeme müssen dafür intakt sein? Ja, das ist der Gang ist eine sehr, sehr komplexe Funktion, die der Körper ausführen muss, natürlich. Mhm. Und da sind verschiedene Sinnessysteme zunächst, die da notwendig sind. Das eine ist das Sehen, das visuelle System, ja. Das muss intakt sein. Dann das Gleichgewichtssystem und dann die Sensibilität der Beine, der Füße, also der Kontakt zum Boden, das ist extrem wichtig. Und das ist sozusagen der Input, der notwendig und funktionieren muss. Und dann der Output, das sind sehr viele Stationen im Gehirn, die da involviert werden. Das ist auch das Großhirn an verschiedenen Regionen. Das ist das Stammhirn, das ist das Kleinhirn, das ist das Rückenmark. Und das sind auch die Nerven und die Muskeln. Also alle Strukturen letztlich, die das zentrale und periphere Nervensystem ausmachen. Und man braucht noch bestimmte andere Hilfsstrukturen sozusagen, will ich das mal nennen. Das sind natürlich auch wichtige Organsysteme, aber das sind zum Beispiel die Muskeln an sich, das sind die Knochen, die Gelenke und auch das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Also das Herz und die Herzfunktion ist auch wichtig fürs Gehen. Und wenn eins dieser Strukturen gestört ist, dann kann das zu einer Gangstörung führen, muss aber nicht. Mhm. Denn der Körper hat zum Glück ja eine hohe Kompensationsfähigkeit, sodass, wenn einzelne Teile ausfallen, es noch nicht zu einer relevanten Gangstörung kommen muss. Ja. Aber die Gangstörung ist sehr häufig. Es ist so, dass die über 60-Jährigen, dass da jeder Siebte circa eine Gangstörung tatsächlich, hat. Tatsächlich, jeder Siebte über 60. Ja, und bei den über 70-Jährigen sogar jeder Dritte. Mhm. Und diese Menschen, die diese Gangstörung haben, die stürzen natürlich. Und das ist das, was natürlich auch sehr gefährlich ist, weil circa jeder tausendste Sturz verläuft tödlich. Oh ja, und ich habe gelesen, glaube ich, jeder 20. hat auch tatsächlich so einen Schenkelhalsbruch. So ist es, ne? Ganz genau. Also es hat eine ganz erhebliche Relevanz. Und wer einmal gestürzt ist, hat Angst vorm Stürzen und geht dadurch weiterhin schlechter. Das heißt, so ein Teufelskreis. Genau, das ist ein Teufelskreis. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, genaue Diagnostik durchzuführen und dann natürlich auch Behandlung. Ja, kommen wir vielleicht nochmal auf die Gangstörung. Ab wann spricht man dann genau von einer Gangstörung? Sie haben das gerade schon angedeutet. Ja. Also wenn verschiedene Komponenten der Systeme eben ausfallen. Aber Tempo spielt, glaube ich, eine Rolle. Genau. Und auch das Muster natürlich des ganz Gehens. Genau. Also verlangsamtes Gehen ist ein Hinweis auf eine Gangstörung und das Gangmuster. Denn die Ganggeschwindigkeit, so die selbstbestimmte Ganggeschwindigkeit, sagt man circa 1 Meter pro Sekunde ist die Ganggeschwindigkeit. Ja. Man kann das auch leicht prüfen mit einem Test, einem ganz einfachen Test, in dem man sich auf dem Stuhl sitzt und dann die Zeit misst, die man braucht, um aufzustehen, 3 Meter zu gehen, sich umzudrehen und wieder hinzusetzen. Ja. Also wieder zurückzugehen und sich dann hinzusetzen. Mhm. Und normalerweise geht das in 10 Sekunden. Und ab 20 Sekunden, also länger als 20, ist dann schon eine relevante Einschränkung der Ganggeschwindigkeit. Okay. Und das ist eine abklärungsbedürftige Gangstörung dann. Aber wie oft wird dann gesagt, naja, der Opa ist vielleicht schon in einem betagteren Alter, deshalb ist er langsamer. Ja, das betrifft auch ältere Menschen. Gerade dieser Test ist eben auch für ältere Menschen gemacht. Und die selbstgewählte Ganggeschwindigkeit eines gesunden älteren Menschen liegt auch noch bei 1 Meter pro Sekunde. Mhm. Jüngere sind schneller. Ja. Ja, die 1,5 so Meter pro Sekunde, aber die älteren Menschen eben auch. Okay, sollten den 1 Meter schaffen in so der Zeit. So ist es, ne? Die 3 Meter hin und zurück mit Setzen und Aufstehen in unter 10 Sekunden. Das ist normal. Ja. Und das andere, haben Sie schon angesprochen, ist das Gangmuster.
Das heißt, man geht ja nicht nur mit den Beinen, sondern man geht auch mit dem Rumpf, man geht auch mit den Armen. Und das Gangbild ist ja harmonisch. Mhm. Ja, und wenn diese Harmonie fehlt, durch bestimmte Störungen wieder im Nervensystem, dann kommt es eben auch zu einer Gangstörung. Genau. Und dann kann man natürlich Sie als Experte auch relativ schnell erkennen wahrscheinlich, was dahinter steckt. So, da wollen wir vielleicht in der Diagnostik jetzt mal drauf gucken. Was ist typisch für welche Erkrankung? Oder wo können Sie direkt sagen, oh, das könnte darauf hindeuten? Also wenn ich meine Patienten anschaue, dann gucke ich immer, wie sie in mein Zimmer gehen. Ja. Das ist schon mal ganz entscheidend. Das heißt, allein der Blick, der geschulte Blick auf das Gehen von einem Menschen sagt schon sehr viel aus. Das heißt, da weiß ich schon relativ genau, worum es gehen wird im Gespräch. Und dann ist natürlich wichtig, um das dann auch weiter rauszukriegen, die genaue Anamnese. Das heißt also die genaue Schilderung, wie sich die Gangstörung entwickelt hat, ob die plötzlich gekommen ist, ob die langsam gekommen ist, ob Schmerzen bestehen, ob es zu Stürzen gekommen ist. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich wichtig, dann bestehen Ausfälle, das heißt also sensible Störungen oder Lähmungserscheinungen oder Überbewegung oder Unterbewegung. Das gibt schon sehr konkrete Hinweise auf bestimmte Erkrankungen. Dann sind Vorerkrankungen natürlich auch wichtig, also Herzerkrankungen, eine schwere Herzinsuffizienz führt natürlich auch zu einer Beeinträchtigung des Gehens. Und dann ein ganz entscheidender Punkt sind die Medikamente. Das heißt, mit zunehmendem Alter werden immer mehr Medikamente eingesetzt, die sogenannte Polypharmazie. Und dadurch gibt es Interaktionen, Beeinflussung der Medikamente, die auch zu einer Gangstörung führen. Das heißt, da ist die Koordination dann womöglich so gestört. Ne? Genau. Durch eine oder auch der Blutdruck beispielsweise, ne? Starke Blutdruckhemmung. Das ist so, wenn man dann aufsteht aus dem Sitzen, dann ist er am ersten Mal schwindelig. Und das ist einfach, hat jetzt nichts mit dem Nervensystem zu tun, sondern das ist einfach der Blutdruck, der dann zu niedrig ist. Und das führt dann zu diesem Empfinden des Schwindels. Was ist denn die häufigste Ursache? Wenn Sie sagen, jeder Siebte über 60 hat eine Form der Gangstörung, was ist oft der Ursprung? Also oft ist es so, dass die Gangstörung multifaktoriell ist. Das heißt, mehrere Dinge kommen zusammen. Und was natürlich sehr häufig ist, wenn man jetzt sowohl die Allgemeinbevölkerung anschaut, sind Polyneuropathien, das heißt also Störungen der Nerven an den Beinen. Das ist eine sehr häufige Ursache für oder eine Teilkomponente einer Gangstörung. Dann kommt oft auch eine Gleichgewichtsstörung dazu, also eine Störung des Gleichgewichtssystems oder auch einfach nur schlechtes Sehen plus eine Polyneuropathie. Mhm. Das führt dann schon zu einer Gangunsicherheit. Natürlich gibt es auch Erkrankungen im jüngeren Alter, wie die Multiple Sklerose beispielsweise, die natürlich auch zu Gangstörungen führen kann. Und dann natürlich wieder bei älteren Menschen die Bewegungsstörung, also die Parkinson'sche Krankheit letztlich, das ist eine häufige Ursache. Wenn sich eine Gangstörung langsam entwickelt, wenn sie sich plötzlich entwickelt, muss man immer auch an einen Schlaganfall denken. Vielleicht können wir nochmal auf die verschiedenen Gangmuster dann schauen oder wie sich die Krankheiten dann doch zeigen. Polyneuropathie haben Sie angesprochen. Ich glaube, das ist so ein storchenähnlicher Gang, habe ich gelesen. Ja, also so dieser Storchengang tritt vor allem auf, wenn die Fußhebung gelähmt ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann auch mal ein Bandscheibenvorfall sein. Das kann auch eine Lähmung isoliert eines Nerven sein, das dann zu diesem Storchengang führt. Es kann auch eine Polyneuropathie sein, dann ist es häufig an beiden Seiten der Fall. Das ist, wie gesagt, ein sogenanntes peripheres Muster, das heißt Nerv oder Muskel ist dann betroffen. Ja. Und zum Beispiel bei Parkinson, wie würde sich das äußern? Genau, Parkinson ist ja dann eine Störung, die im Hirnstamm letztlich lokalisiert ist. Das ist der Ort, wo die Bewegungsstörung der Parkinson'schen Krankheit auftritt. Und das ist eine deutliche Verlangsamung der Beweglichkeit. Das ist also das Charakteristikum. Das ist nicht nur das Gehen, was dann eher kleinschrittig ist, mit geringen Ausgleichsbewegungen, zum Beispiel der Arme. Die Arme sind ganz steif und die Beine sind nur kleine Trippelschritte, die ausgeführt werden. Das Umdrehen beispielsweise, also wenn man um 90 Grad sich drehen möchte, das geht sehr viel schwieriger. Und das ist ein ganz typisches Gangmuster. Das ist ja auch von James Parkinson letztlich durch reine Beobachtung
gesehen worden, ja, letztlich, ja. Dass das ein spezielles Muster der Störung ist, und so wurde ja dann die Krankheit letztlich auch entdeckt. Ja. Was ist mit Hinken, wenn Leute so was schonen? Genau, das sind natürlich Gangstörungen, die jetzt unter Umständen gar nicht neurologisch sind. Also wenn zum Beispiel die Hüfte wehtut, ne, dann ist das Gangbild natürlich auch verändert. Mhm. Deswegen ist bei der Befragung immer wichtig, sind Schmerzen da? Ja. Das heißt, ist die Gangstörung schmerzlos oder sind Schmerzen da? Und Schmerzen können natürlich immer auch das Gangbild beeinflussen. Ja. Was ist mit Demenz? Spielt das auch eine Rolle? Weil ich gelesen habe, die Engländer sagen, stops walking when talking. Ne? Also hält an, wenn er sprechen möchte. Genau, das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also ich sagte ja zu Beginn, dass das Gehen eben auch im Großhirn gemacht wird sozusagen. Die Idee muss da sein zu gehen, aber auch die Bewegungsprogramme, die werden alle im Gehirn generiert, berechnet. Und wenn das Gehirn durch eine degenerative Erkrankung wie eine Demenz oder auch die fortgeschrittene Parkinson-Erkrankung betroffen ist, dann können diese Programme nur noch eingeschränkt berechnet werden. Und die Kapazität des Gehirns, das Denken und die Bewegung, die ist bei Demenz eben entsprechend eingeschränkt, sodass, wenn man beides machen möchte, das heißt sowohl gehen als auch sprechen oder rechnen, dann geht nur das eine. Das heißt entweder gehen oder sprechen, aber nicht beides. Nicht Multitasking. Genau, das ist genau dieses Dual-Tasking, also zwei Dinge können dann nicht mehr zusammen durchgeführt werden. Und das ist ein starker Vorhersagewert letztlich oder ein Phänomen, was einen Sturz voraussagt. Das heißt, Menschen, die das nicht können, haben ein hohes Risiko, in den folgenden Wochen und Monaten zu stürzen. Genau, Stürze haben Sie ja schon angesprochen, auch diese psychische Komponente, die eben eine Rolle spielt. Das heißt, dass dann eine Angststörung dazukommen kann, dann so zu der Gehstörung irgendwann. Ja, ganz genau. Ne? Das heißt also, es besteht eine, und das ist eben das, was ich sagte, multifaktoriell. Das heißt also zum einen zum Beispiel eine Polyneuropathie, dann noch eine Gleichgewichtsstörung plus eben vielleicht noch eine Sehstörung, wie es im Alter halt auftreten kann. Und dann ein Sturz führt dann dazu, dass das Gehen quasi kaum noch möglich ist. Ja. Immer aus der Angst heraus, dass der Sturz auftritt, und dann wird das vermieden. Und das ist dann eine richtige Angststörung, die auch entsprechend behandelt werden muss. Kann ich prophylaktisch irgendwas tun, um vielleicht gar nicht erst eine Gehstörung zu entwickeln? Gut, wenn mich so eine neurologische Krankheit trifft, ist es natürlich schwierig. So ist es, ne? Also da ist natürlich die Vorbeugung ganz wichtig, und das ist letztlich die allgemeine Vorbeugung, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt und auch vor Demenz schützt. Und das ist eben die moderate Bewegung letztlich. Also Nordic Walken, Joggen, Schwimmen, das sind Bewegungsmuster, die sehr gut trainiert werden durch diese Sportarten. Und dadurch kann eben auch die Reservekapazität des Gehirns verbessert werden. Und es gibt ja auch interessante Zusammenhänge zwischen eben Bewegung und Hirnleistung, denn auch Ausdauertraining führt dazu, dass die Hirnleistung sich nicht schnell verschlechtert oder eben auch wieder verbessert. Also damit möglichst früh beginnen wahrscheinlich. So ist ne? es. Ja, und auch rhythmische Bewegungsmuster, auch Tanzen beispielsweise, ist ein sehr guter Sport, um eben pathologische Bewegungsmuster zu behandeln. Auch bei bestimmten Erkrankungen ist es sinnvoll, also auch bei Parkinson beispielsweise sind solche rhythmischen Bewegungen, und auch bei Demenz sind das sehr wichtige Behandlungsverfahren. Da sind wir schon bei den Therapieoptionen. Das hängt natürlich stark von der Erkrankung dann ab, die zugrunde liegt. Aber wie würden Gehstörungen dann behandelt? Also die Behandlung startet damit, dass man die Diagnose stellt. Das heißt also, man muss genau analysieren, was jetzt die Komponenten der Gangstörung sind. Wie gesagt, multifaktoriell. Die einzelnen Komponenten müssen analysiert werden. Und dann muss eben geschaut werden, wie kann man diese einzelnen Komponenten behandeln. Ja. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Polyneuropathie ist, die durch einen Vitamin B12-Mangel beispielsweise ausgelöst wird, also einen Vitaminmangel, dann kann man natürlich Vitamine geben. Wenn es eine Parkinson'sche Erkrankung ist, die kann man sehr gut auch medikamentös behandeln. Ja. Oder wenn es eine Störung im Gehirn ist, wenn es jetzt keine Demenz ist, sondern zum Beispiel, manchmal gibt es als Ursache den erwachsenen Hydrocephalus, also eine Erweiterung der inneren Liquor, also wasserführenden Räume, dann kann man das durch ein operatives Verfahren behandeln, und dadurch wird dann die Gangstörung auch deutlich besser. Ja. Das heißt also, Analyse ist wichtig, die Ursache behandeln,
Es gibt natürlich auch Erkrankungen, da findet man die Ursache nicht. Da hilft dann natürlich die entsprechende Therapie, das heißt Bewegungstherapie, Physiotherapie unter wirklich professioneller Anleitung, weil es oft so ist, Stichwort phobische, also Angstgangstörung, dass sich die Menschen, die da betroffen sind, eben falsche Gangmuster aneignen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass es unter professioneller Begleitung trainiert wird, um dann auch Eigentraining durchzuführen. Genau. Das heißt also, die Physiotherapie, das reicht natürlich nicht aus, eine halbe Stunde am Tag, sondern da muss halt ganz regelmäßig trainiert werden, das Gehen, und dadurch wird es dann auch wieder besser. Genau, Sie sagen, es wird besser, geht es auch ganz weg, geht es wieder zurück zu dem normalen Gang, also oder ist das unwahrscheinlich? Ja, es kommt, wie gesagt, immer auf die Ursache an. Also wenn es gibt zum Beispiel Patienten, die haben eine Einengung des Spinalkanals mit Kompression auf das Rückenmark, und wenn man das operiert und entsprechend behandelt, dann kann sich das komplett zurückbilden. Oder wenn es ein Bandscheibenvorfall ist, der zu einer Nervenkompression führt, das kann man natürlich auch, wenn man früh genug interveniert, das komplett zur Abheilung bringen. Andere Erkrankungen wie eine Demenz beispielsweise, die ist ja leider aktuell nicht ursächlich behandelbar, und das ist eine fortschreitende Erkrankung, und da kann man dann nur eben Kompensation machen durch eben entsprechende Therapie. Oder dann entsprechende Hilfsmittel auch, die dann dazu führen, dass das Gehen einfach sicherer wird, wie zum Beispiel die Rollatoren, das heißt diese fahrbaren Stützen, die dann die Gangsicherheit doch erhöhen. Mhm. Auch da ist es wichtig, dass es auch professionell angepasst wird, weil wenn man das nicht tut, dann kann man sich auch durch diese Hilfsmittel ein krankhaftes Gangbild angewöhnen, und deswegen ist auch da eine professionelle Anpassung der Hilfsmittel notwendig. Ja, von Ihren Patienten, jetzt den neurologischen Patienten mit Gangstörung, was haben die meisten dann für eine Erkrankung? Ist es tatsächlich Parkinson, oder also wen sehen Sie im vor allem? Krankenhaus, also von den stationären Patienten, sind die allermeisten haben einen Schlaganfall. Mhm. Das ist eine ganz, ganz häufige Ursache natürlich auch für eine Gangstörung durch eine Halbseitenlähmung, die das Bein mit beinhaltet. Wir haben in unserer Klinik auch sehr, sehr schwerkranke Patienten, die gar nicht alleine stehen könnten. Da haben wir Hilfsmittel, also ein Exoskelett, ein Robotersystem, was die Patienten aufrichten kann und dann eben Schreitbewegungen unter Führung auf einem Laufband macht. So kann man das Gangtraining dann optimieren bei sehr schwer betroffenen Patienten. Wie gesagt, Schlaganfall, Multiple Sklerose, Schädel-Hirntrauma. Im ambulanten Bereich würde ich sagen, oder auch in meinen Patienten, sind die zwei großen Gruppen die Polyneuropathie-Patienten und die Patienten mit zentralen Bewegungsstörungen, also Parkinson-Erkrankung. Ja. Das sind die häufigsten Gruppen letztlich. Und kommen die meistens nach einem Sturz, oder was ist dann der Anlass, wenn die dann ambulant kommen zu Ihnen? Also Sturz ist auch etwas, das ist ja so ein Schicksalsereignis letztlich. Ne? Wenn ein Mensch unvermittelt stürzt, dann ist das schon ein Grund, was zu tun. Oft sind Gangstörungen, die entwickeln sich ja sehr, sehr langsam, und den Betroffenen fällt das oft gar nicht so auf. Genau. Meistens werden sie dann so von der Umgebung drauf angesprochen, oder beim Spazierengehen wird die Strecke halt immer kleiner. Das ist dann auch so ein Zeichen, um zu sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und das sollte man abklären. Wichtig ist natürlich, dass man bei der Abklärung auch nicht zu lange wartet, denn Krankheiten schreiten im Allgemeinen voran. Und im frühen Stadium hat man unter Umständen noch die Chance, das auch sehr gut zu behandeln. Später wird es dann immer schwieriger. Genau, also da nochmal der Appell, das dann auch unbedingt abklären zu lassen und auch natürlich vom Experten gleich am besten. Ne? Und vielleicht zu Ihnen nochmal zum Schluss, warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurologe? Also, das ist natürlich eine schwierige Frage. Das sagen alle, das ist die schwierigste Frage. Ja, aber wie gesagt, in der Schule war ich sehr naturwissenschaftlich orientiert, Mathe, Physik, Leistungskurse, sodass ich da viele Möglichkeiten hatte. Ja. Mein Vater war Arzt. Disposition. Genau, mein Bruder ist Arzt, meine Schwester ist Ärztin. Von daher, genau, die Genetik spielt da vielleicht eine Rolle, aber ich konnte natürlich schon in frühester Kindheit sehen, was es mit dem Arztberuf so auf sich hat. Was war Ihr Vater? Auch Neurologe? Nee, der war Allgemeinmediziner, wie mein Bruder auch. Von daher dachte ich mir dann, in der Medizin hat man die meisten Möglichkeiten, sowohl der theoretischen Medizin, Physik, Naturwissenschaften, als auch natürlich die Behandlung von Patienten, sodass ich für mich entschieden habe, dass das wohl die beste Berufswahl ist. Ja. Ich bleibe auch dabei, und im Studium war es dann so, dass ich mir ein Fach ausgesucht habe, was
erstens noch zu dieser Zeit vor 35 Jahren noch nicht so sehr weit erforscht war, aber sehr interessant war zum einen und zum anderen auch sehr logisch ist. Das heißt, man analysiert ja die Erkrankung durch die Anamnese, den neurologischen Befund und allein mit diesen einfachen Hilfsmitteln, die aber dann auch unter Umständen etwas fordernder sind, kann man schon 80-90% der Diagnose klären und die weiteren Hilfsmittel, die sich auch in den letzten Jahren extrem entwickelt haben, die bildgebenden Verfahren beispielsweise mit ganz faszinierenden Erkenntnissen über das Hirn, helfen natürlich dann dabei, sodass die Neurologie für mich ein sehr gutes Fach war, zum einen wegen diesem analytischen Aspekt, zum anderen aber auch, weil man muss sich ja vorstellen, dass alles, was wir erleben, alles, was wir sind, im Gehirn gemacht wird. Das heißt also, es hat auch so was Existenzielles sozusagen. Ja, im Grunde auch was Philosophisches. Was Philosophisches, ganz genau. Und das war natürlich auch etwas, was mich da damals schon fasziniert hat. Und das war dann der Grund letztlich, Medizin und Neurologie zu machen. Ja, die Faszination spürt man. Vielen Dank, dass Sie da waren. Letzte Frage, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin sehr oft in der, Klinik. Das heißt, wenn ich nicht in der Klinik bin, dann mache ich vor allem Austausch, also lebe ich natürlich, aber mache auch Ausdauersport. Und was fürs Gleichgewicht auch. Und was fürs Gleichgewicht, ganz genau. Und das ist das, was ich ja meinem Patienten erzähle. Das versuche ich natürlich auch in meiner Freizeit zu tun, und zwar jeden Tag. Das ist nämlich das Wichtige. Ja, jeden Tag. Joggen Sie? Ja, Joggen beziehungsweise Crosstrainer, also solche Sachen, Ausdauertraining. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist sehr, sehr gut und sehr effektiv. Und es muss gar nicht so lang sein, glaube ich, eine halbe Stunde oder so würde ja reichen. 30 Minuten reichen und das kann man wirklich auch in einen langen Arbeitstag einbauen. Und es ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Ernährung ist natürlich wichtig. Also ich bin sehr mediterran eingestellt, was die Ernährung betrifft. Auch das ist ein wichtiger Punkt, gesund zu bleiben. Und es schmeckt gut und das ist auch etwas, was ich gerne in der Freizeit tue. Ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben. Professor Seidel war das und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.